So, da ich jetzt nicht weiß, wie lange ich heute aufgenommen habe, hatte ich mal einen kleinen Cut jetzt drin. Ich weiß mich noch nicht, wie ich schneide. Wir suchen ja immer noch das blöde Haus. Zwei Pokébälle. Da war ein Strawickel wieder. Noch mehr Strawickels. Da ist wieder ein Pokémon-Trainer. Huch. Da war ein neues Pokémon zum Fangen. Du bist aus Paldea, stimmt's? Und da schimmert's. Und das Vivien rennt, aber da hinten die Yanmas stehen in der Luft, okay? Geweiher. Er darf anfangen. Er darf einfach anfangen. Da ist ein Krebskopf da hinten, oder? Ich sehe doch da Scheren. Ich muss gleich zum Wasser. Ich glaube, ich sehe da einen Krebskorps. Klingblim. Okay. Dich gibt es also hier auch. Zwango. Zwango Tango. Mann. Verdammte Sch. Jetzt sind zwei Krebskopfs auf einmal da hinten. Die Umgebung hier interessiert mich mehr wie dieser Kampf gerade. So, der eine Krebskopf kommt zu uns, der will zu uns. Nimm er mit, nimm er mit. Nein. Oh, ich hab's geschafft. Yeah. Den will ich auch noch. Yes. Okay. Jetzt haben wir nur noch Pokémon aus Kitakami. Felino habe ich. Da wäre noch eins. Janma, aber dich hätte ich gerne noch, weil du fehlst mir. Miniras. Ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen. Ist jetzt nicht wahr. Drachenklaue. Okay.
Ein Versuch noch, sonst muss ich ihn sprechen. Das war knapp. Aber der lernt auch nichts draus. Ja, ich habe keinen Platz mehr. Geh zum Gemeindehaus. Es hat mich einfach hierher gespawnt, obwohl ich noch Pokémon jagen wollte. Vulpix, Quiekel. Das. Wow, und jetzt dauert es ewig, um das hier zu laden. Krass, wie das leckt. Was ein Kampf. Ich will erstmal mich heilen. Ich habe eine Arbeit. Meine Burg wurde nicht mehr geheilt. Pfiffchen. Wow. Los, Krebskorps. Zeig, was du kannst. Krabhammer ist doch Wasser. Warum ist der jetzt nicht effektiv? Und wie kann Krebskorps verbrennt werden? Ist doch effektiv, sag ich doch. Für Glück, ich habe dich zweimal One-Hit-KO gemacht. Morcha. Was? Der Absorber hat mich gewonnen, hättet. Ich hab nur noch einen Pokémon. Zwei.
Aber was will ich mit Streifwickel machen? Los geht's. Blümchen! Nein! Ernsthaft, dass ich hier verliere? Nein! Was? Ein Volltreffer. Willst du mich jetzt komplett verarschen? Unglaublich. Ja, da habe ich den Kampf verloren, weil meine Pokémon alle... Oh Mann. Gut. Boah, regt mich das auf. Eigentlich wollte ich mich ja heilen lassen. Ja. Jetzt geht's. Toll. Erste Bossfight schon verloren. Krass. Was ist denn jetzt schon wieder? Es hängt doch schon wieder. Ernsthaft? Nein, du gehst da rein. Das Spiel sagt, du gehst da rein. Komm herein, komm herein.
Danke. Aber ich will doch noch ein Pokémon fangen. Wow. Beim Essen gibt es auch eine Schwarzblende. Zumindest seit ganz so lang. Darf ich jetzt wieder raus? Ich will doch noch nach draußen, Mann. Warum muss ich immer hier langlaufen? Das ist so nervig. Diese Schwarzblende macht mich verrückt. Meine Fresse, das geht mir jetzt schon auf die Nerven. Also, es gibt nichts Schlimmeres als Schwarzblenden bei Spielen. Ohne Witz. Aua. Ich kann halt meine Cola trinken mit diesem blöden Deckel. Auch jetzt. Habt ihr gut geschlafen? Toll. Gegen dich habe ich verloren. Okay. Wie, ich muss ja noch fotografieren. Ich will nur Pokémon fangen oder eine Tafel fotografieren, Mann. Ein Rotom-Stick. Ich dachte, das war ein Mädchen. Wenn ich den Großen schon nicht besiegen kann, den Kleinen, oder was? Der Jut. Wieso? Ach, den gibt's einen also auch hier. Okay. What?
Zwei Pokémon hat er, okay? Einen noch. Also Wieso muss man auch noch fangen. Und Janma. Warum darf er anfangen, wenn er gerade... Warum sieht sein Janma so nass aus, so... als ob es glitzern würde? Jetzt einfach so ein Feuer-Pokémon. Nein, er kann Giga, Sauger und Krebskopf wird gewonnen heute, Mann. Nervig. Dieses Team ist extrem kacke. Ich will es dir nur mal sagen. Er darf wieder anfangen. Willst du mich jetzt verarschen? Wurmel ist auch gewonnen, hittet. Ich komme ja nicht mal dazu, eine Attacke zu machen. Darf ich? Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Dieser Gigasauger macht mich fertig. Ich habe aber auch kein Pokémon dabei, was gerade diesen Gigasauger besiegen kann. Das Problem ist, dass er anfangen wieder darf. Er darf jedes Mal anfangen. Aber vielleicht will das Spiel ja auch, dass ich diese zwei Kämpfe verliere. Ich habe keine Ahnung, ob man die gewinnen kann. Aber es läuft gerade ja alles gegen mich. Ja, das war's. Gut, hätte ich mein Pamomamo noch dabei, dann hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Das ist so lächerlich. Ein Janma. Ein Janma. Dieser Kampf war so lächerlich. Dieser Kampf war so lächerlich. Ich bin der Meinung, das Spiel wollte, dass wir verlieren. Aber keine Ahnung. Vielleicht kann man es ja wirklich gewinnen. Da ist ein Hut. Habe ich jetzt erst gesehen. Das ist voll eckig. Wo habe ich denn ein Loch hinten im T-Shirt? Was ist das denn? Bin ich wieder irgendwo hängen geblieben? Unfassbar. Ja, also 2-3 Pokémon will ich auf jeden Fall noch fangen. Schwarzblätter. Aber das wissen wir doch schon. Warum rufst du jetzt erst an? Oh
Warum ruft er denn jetzt erst an? Sui Fukano. Das ist cool. Carbon. Carbonfaser. Apfelhügel. Oh, ein Imantis. Das habe ich letztens erst bei Pokémon Go gefangen. Yeah. Achso. Ja, ich habe ja keinen Platz. Kein Pokédex-Eintrag? Pichus. War denn das Visor jetzt so groß? Warum war denn das jetzt so groß? Kommt mir irgendwie wesentlich größer vor wie die meisten anderen Pokémon gerade. Trotzdem fangen? Toll. Du bist jetzt aber nicht besiegt, oder? Nee. Ich habe so ein Gefühl, dass wir, dass die Level hier einfach zu hoch sind, weil theoretisch Wieso und so weiter, ich muss ja ein Level nur machen, damit es sich entwickelt. Das wäre ein ja, bisschen einfach, oder? Nein! Toll. Oh, da ist ein Arbok! Und er jagt, glaube ich, den Vogel. Oder er steht nur daneben, aber es sieht aus, als ob er ihn jagt. Das ist cool. Also. Ich habe das Gefühl, wir haben sehr viele Pokémon hier am Anfang direkt. Es macht mir so ein bisschen Angst, dass das Spiel relativ schnell alle Pokémon schon hat, die freigeschaltet sind in dem Spiel hier. Aber mal gucken. Vielleicht überrascht mich ja das Spiel auch. Ist jetzt nicht wahr. So, jetzt ist das Rattan weg und... Okay, Staralili ist da. Ernsthaft. Nächste, der paralysiert ist. Aber gut. Gegen ein Pichu. Wurmel hat bald sein Level up. Und da ist Knofensa. Der war vorhin noch nicht da. Ernsthaft. Ich kann unter den Boden gucken. So, Rattan auch gefangen?
Nice. Dann Knofenser mitnehmen. Auch gefangen. Wommel müsste sich ja gleich entwickeln. So wie das aussieht. Zwei Kämpfe vielleicht noch. Nice. Staralili. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, im Hauptspiel müssten wir den doch schon haben, oder? Ich bin der Meinung, Staralili gab es auf jeden Fall im Hauptspiel. Aber wenn die Kamera rangeht, finde ich jetzt die Grafik wesentlich geiler. Wie oft ist Pfiffchen eigentlich down? Ich glaube, das ist der am meisten down ist hier gerade. Da unten sind die zwei Mäuse. Mann, ich komme gar nicht dazu, weiter zum Spielen, weil ich... Toll, jetzt der Rallye hat es erwischt. Ich komme gar nicht dazu, weiter zu spielen, weiterzukommen, weil ich ständig irgendwelche Pokémon sehe, die ich haben will. Im Kitakami Pokédex erwartet eine Belohnung auf dich. So, Wommel hat sich entwickelt. Die erste Entwicklung? Bundlebee. Dann einmal wechseln. Das Staralili, sag ich doch. Den haben wir auf jeden Fall. Süßer Apfel. Man sieht nur Kräuchen und Fläuchen, ab und zu glitzert es. Noch cooler würde ich es finden, wenn die Apfelplantage auch einen Nutzen hätte. Es gibt ja dieses Apfel-Pokémon, dass das da irgendwo hängt oder so. Boah, wie viele einfach von euch.
Ich glaube, wenn ich den Ball geholt hätte, hätte er mich attackiert. Piu, pu. Bloß nicht runterfallen, sonst muss ich ganz weg neu laufen. Nein, Pikachu. Warum aber nicht, den haben wir schon. Natürlich ein Volltreffer. Und noch paralysiert. Wir müssen ja immer noch irgendwelche Bilder machen. Das ist ja eigentlich unsere Aufgabe. Stattdessen gehen wir ja auf die Pokémon-Suche. Habe ich das Gefühl. Also, rettern. Hab dich gesehen. Der Gefährtenplatz. Was ist das? Ein Schrank. Da ist ein Schrein. Kann ich davon eigentlich auch ein Bild machen? Ja, mach jetzt. Einfach nur für den Influencer-Status. Hier ist einfach nur so eine ruhige Ecke anscheinend. Toxin. Hier ist einfach mal nichts, nichts. Du bist der Schrein, den ich fotografieren soll. Zweimal vor langer Zeit erlebte ein Furchterregner Oni in Kitakami. Er hatte sein Lager. Aufgeschlagen bedrohte jeden, das wagte, diesen zu betreten. Eines Tages stürmte der Oni rasend vor Wut den Berg hinab und griff das Dorf an. Durch eine glückliche Fügung des Schicksals waren zu jener Zeit auch Bonino, Benesaru und Bietori zugegen. Unter Einsatz ihres Lebens verdrängten sie ihn. Okay. Wie, du hast kein Handy. Dank dir. Ein Monster.
Ein legendäres Monster. Toll, jetzt müssen wir wieder zurück. Toll. Krebskops. Geht mir auf die Nerven, dass der immer anfangen darf. Das ist nice. Oben glitzert's. Aber keine Ahnung. Das sind Raids. Okay, Lombrero wäre jetzt auch ein Pokémon gewesen da unten, was ich noch nicht habe. Und hier ist Yang Fu Chong Lao Yu. Das haben wir auch noch nicht. Lingfu. Da läuft Menki. Aber dadurch, dass wir schon Epitaph haben, im Team eben gehabt haben, glaube ich, dass wir es nicht fangen müssen, ungefähr. Unbedingt. Lingfu. Okay, der war wichtig. Trassler. Da weiß ich es nicht. Aber ich glaube schon. Ich glaube, wir haben gegen Gardevoir, glaube ich. Nee, nicht Gardevoir. Der andere da. Gegen den haben wir auf jeden Fall, glaube ich, schon als Alpha gefangen oder so. Oder war das das andere Spiel? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja, Hammer. Du bist die Vorentwicklung von dem eben. Mabula. Okay. Der war gut.
Er war wichtig und richtig. Lil Minip. Unfassbar. Ja, nächstes Rufen, weil ich will dich fangen. Auch wenn ich weiß, wenn ich jetzt verfehle, Krebskorps down ist. Was will ich dazu sagen? Oh, das letzte. Okay, Hammer. Da wäre direkt die Entwicklung. Aber der erinnert mich an das Wasser. Den Hammer auf jeden Fall. Den muss ich doch aus dem Baum raus. Ne, das war bei Arceus. Aber es würde mich wundern, wenn wir keinen Griffel hätten. Also den haben wir auf jeden Fall, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Komm schon. Das ist nicht wahr. Und dann brauche ich ihn am Ende nicht. Das kotzt mich dann am meisten an. Ernsthaft? Nee, ich hab's riskiert. Scheißegal. Ist doch scheißegal, ob kampffähig oder nicht kampfunfähig. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich einen Kampf verliere. Jetzt das erste Mal richtig. Die anderen zwei bin ich der Meinung, dass man die davor machen muss. Aber ich bin jetzt natürlich auch ins Risiko gegangen. Scheißegal. So, aber ich würde sagen, das war's jetzt auch, weil jetzt blinkt auch die Abermedia, die ist gleich voll. Ich muss mal gucken, wie ich das schneide, weil ich glaube, das wird jetzt die zweite lange Folge. 45 bis 50 Minuten. Ja. Mal gucken.